entire Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Witcher 3 Wild Hunt. Mal wieder mit Verspätung. aber ich glaube langsam, aber sicher seid ihr es gewöhnt. Ja, wir machen uns natürlich jetzt auch wie Ciri auf zu Novigrad, wie ich das gesagt habe. Sind aber noch ganz da unten und ich würde dann eine Schnellreise machen hier in den Grabhügel und dann können wir hier hochreisen. Das war das mit der Passage. Novigrad ist ja hier oben. Müsste jetzt aber eigentlich gehen. Ich glaube, wenn wir vom Baron da was in die Richtung bekommen, ne? So. Ne, Skellige wollen wir nicht. Heißt, wir werden jetzt Richtung Driss. Oh, wir werden Driss kennenlernen. Sehr schön, darauf freue ich mich persönlich ja schon länger. Also, ich lerne Driss in Witcher 3 kennen. Geralt kennt sie natürlich schon sehr gut. Eine der ihm nahestehenden Frauen. Davon gibt es ja eigentlich nur zwei. Man darf sich ja dann noch entscheiden, wer ihm näher steht, glaube ich, soweit ich das weiß. Ja, ich kenne ja Driss nur so flüchtig, weil ich noch nicht alle Bücher gelesen habe. Yennefer kenne ich ja deutlich besser bisher. Ich bin eigentlich ganz happy, wenn sich das dann entsprechend mal ändert. Slower. So. Hier müssen wir lang und... Oh, jetzt habe ich natürlich geschlafen und nicht die Schnellreise gemacht. Was mache ich denn? Na gut, jetzt bin ich schon auf dem Weg. Jetzt reite ich auch hin. Ist da irgendwas los? Ich wollte gerade sagen, das sieht doch ein bisschen... Hey! What happened here? Think stupid or blind? It's clear as day. It is also clear he's a witcher. Spare him your lip and answer. I knows as much as yous, meaning nothing. But with a little learning, corpses can be read like books. Black and see, fought the Reds. For the bridge. We've merely seen to it that nothing goes to waste. Take this fine sword, for example. Found it in the rushes. Maybe you'd like to buy it. So viel Geld habe ich gar nicht. Also von daher, außerdem hat er selber gerade gefunden. Ich könnte es ihm auch einfach abnehmen. A dead man's sword? No thanks. Dead or quick, who cares about some previous owner? Sword cuts the same regardless. But if it's not to your liking, fine. Vielleicht ist es sogar ganz gut, aber ich hab halt nicht genug Geld. Ich fände es jetzt gar nicht so schlimm, dass das geplündert ist, weil er hat schon recht. Den Toten wird es kaum mehr interessieren und der Familie zukommen lassen wird es vermutlich auch niemand. Naja, gut. Muss ich mir mal merken. Die Stelle. Hier an der Brücke. Na, jetzt macht's auch. Es macht eigentlich keinen Sinn, jetzt noch eine Schnellreise zu machen. Ich reite jetzt einfach wirklich hoch. Vielleicht finde ich ja unterwegs noch anderes interessante Sachen. So. Kann ja passieren. Neue Markierung, Person in Not. Ja, da fängt schon an mit interessanten Sachen. Und okay, das war in den Rücken geschlagen. Sehr, sehr unfair. Aber, oh, wann habe ich denn gespeichert? Vor dem Schwert. Jetzt muss ich das Schwert nochmal ansprechen. Aber jetzt reiten wir trotzdem wieder hoch. Jetzt hoffe ich mal, ich finde den Weg so auch noch. Aber es gibt, glaube ich, keinen kürzeren Weg da Richtung Novigrad. Ja, sehr geschickt. Also doch erstmal Blitze. Und zwischendurch hin und wieder mal wieder speichern. Tja, dadurch, dass ich jetzt momentan Isaac spiele und ich nicht meditiert habe, fällt mir gerade auf. Vergesse ich doch vielleicht manchmal... ich muss vom Pferd, ne? Das Speichern, weil da kann man ja gar nicht speichern. Zumindest in meiner Version nicht. So. Gut. Und ich denke mal, ich könnte mal eins von den
probieren, trinken. Jetzt passiert der erstmal nichts. Okay, ich habe auch nichts anderes mehr zu essen dabei. Gut. Betrunken galoppieren macht doppelt so viel Spaß. Jaha. So, ich habe hier abgekürzt. Und dann müsste es hier irgendwo jetzt gleich mal über die Brücke gehen. Genau. Ich dachte, das regeneriert wenigstens noch ein bisschen was. So. Und hier können wir jetzt aber alles überspringen. Bla bla bla, nein, will ich nicht. So, und jetzt speichern wir. Blötze steht abseits des Weges, aber passt schon. Und ich frage mich, ob ich Schwalbe gleich schon nehmen soll oder doch erst nach dem ersten Schlag. Na, diesmal renne ich wenigstens nicht so rein wie letztes Mal. Okay, ich sehe schon. Wusch. Ah, da hat mich wahrscheinlich eine Armbrustschütze getroffen. So, Versuch macht klug. Diesmal nehme ich sie vorher. Weil die haben auch Fernkampfwaffen. Aber ich werde es jetzt trotzdem nochmal probieren. Ich meine, ich hätte gesehen, dass da einer mit Level 14 dabei wäre. Das ist schon heftig, aber... Okay. Okay, der schießt mich mit dem... mit dem ersten Schuss. Also ich fürchte, da bin ich noch zu schwach für. Ich das hasse, dass man sowas vorbeikommt und da nichts machen kann. Aber ich glaube, da reite ich jetzt großzügig dran vorbei. Ich bin ja sonst nicht so feige, ihr wisst es ja. Aber wenn ich bei einer Dreiviertel... Ja, vielleicht wenn ich ganzes Leben habe. Ich probiere es nochmal mit ganzem Leben. Nein, ich kann es nicht lassen. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Klar, die Gegner sind zu stark, aber das ist doch mir egal. Hallo? So. Lassen noch ein bisschen auffüllen. Und sterben gleich. Wo kam denn da der Pfeil her gerade? Okay. Okay, die sind definitiv zu mächtig. Wenn ich nicht mal genau sehe, woher die schießen, heißt ich, jetzt werde ich sie. Jetzt aber ganz ehrlich, werde ich sie großräumig umreiten. Aber ich komme wieder. Also keine Frage. Stufe 14. Das heißt, ich werde mit Stufe in zwei Stufen. Ich bin in Stufe 8. Ich werde in zwei Stufen wiederkommen. Na, vielleicht in 4. Aber nicht erst bei Stufe 14. Das dauert mir zu lang. Also wir werden jetzt erst Trismal besuchen und dann kann ich ja immer noch gucken. Das heißt, ich werde jetzt hier aber auch durch die Prärie. Oder auch nicht. Oh, ich fühle mich wie so ein Schisser, wenn ich jetzt hier außen rum reite extra. Blötze passt das auch nicht, ich merke das schon. Das geht jetzt halt nicht anders. So. Ja, brech dir nicht die Beine. So. Ich finde mir vielleicht auf dem Weg noch ein paar Wölfe, das wäre ganz gut. Slow now. Whoa. Ein einsames Pferd. Ohne Reiter. Ich höre Wölfe, aber ich sehe noch, direkt sehe ich noch keine. Come on now. Es gab auch schon wieder ein, habe ich schon gesagt, dass es schon wieder einen neuen Patch gab, aber diesmal gab es keine Grafik-Updates. Ich glaube, jetzt kommen immer nur noch Spielinhalte dazu, die ganzen DLCs. Aber ist ja soweit nicht, also was heißt nicht schlimm, ist sogar ziemlich gut, weitere DLCs. Und dann, ich meine, grafisch, so viel mehr können sie jetzt wahrscheinlich langsam auch nicht mehr rausholen. Also ich merke schon, ich lasse euch, dass ich mir so viel Zeit lasse mit dem Spielen, mit dem Spiel komplett fertig sein, bis ich fertig bin. Das ist doch auch mal was. Also,
Würde mich ehrlich gesagt gerade bei diesen Grafikverbesserungen fast ein bisschen ärgern, wenn ich das jetzt vorher schon durchgespielt habe. Weil es sieht halt einfach so fantastisch aus. So, wir bleiben auf dem Weg. So. Und, wow, das ging schnell. Also so groß ist die Welt auch nicht. Beziehungsweise vor allen Dingen ist sie mit dem Pferd sehr, sehr gut zu durchqueren. Ich rede keinen Mist. Wir sind doch jetzt schon hier fast an der Grenze, oder? Urk. Oh, das läuft mir jetzt Blitze ab. Na, nicht absaufen. Go, go. Ja, braves Mädel. Versteckter Schatz. Und hier können wir aber, denke ich mal, kämpfen. Ja, genau, deswegen mag ich das gar nicht markieren. Das ist irgendwie viel spannender, wenn man gar nicht weiß, was einen erwartet. Und so ein versteckter Schatz einfach auf den Weg kommt. Natürlich, auf der anderen Seite verpasse ich dann auch wieder welche. Das sehe ich auch ein. Aber im gleichen Maß freue ich mich über die Überraschungen. Also es beides so vor- und nachteilig. Oh. Ausgewichen. Und nochmal ausgewichen. So macht man das. Und vielleicht trotzdem heilen. Ich wollte eigentlich auch mal vermehrt den starken Angriff benutzen. Weil mir aufgefallen ist, dass ich eigentlich fast nur den leichten verwende. Aber ich glaube nicht bei den Viechern. So. Ich glaube, jetzt habe ich alle. Und wir stecken Schwert weg. Und ich nehme wieder das andere. Es war ja auch klar. Schauen, ob ich das einmal wirklich richtig auf Anhieb hinkriege. Dass ich das richtige Schwert wegstecke und das und nicht das falsche ziehe. Was sind wir denn hier? Ein brennender Leichenhaufen. Na lecker. Kein Wunder, dass sich hier Monster tummeln. Blaues Metallgen. Sehr schön. Paar Früchte kann man bei Gelegenheit auch nochmal sammeln. Echt? Den habe ich getötet? Sah gar nicht so aus wie eines meiner Opfer. Okay. Und jetzt können wir dann hier mal schauen mit dem versteckten Schatz. Ich wollte eigentlich das Bienennest noch runterräumen. Wir nehmen trotzdem nochmal eine Schwalbe und meditieren gleich hinterher nochmal. Komm, Bienennest. Ja, sehr schön. Okay, das Zironikwabe habe ich jetzt nicht automatisch ausgewählt, als was zu essen. Ja. Da muss ich gleich mal gucken. Und wir rüsten das direkt aus. Genau. Nee, nicht da. So, da unten. Genau. Und dann darf ich auch nicht vergessen zu meditieren. Schlüssel zu einem Schatz und ein Brief. Aha. So, lies den Brief, den ich gefunden habe. Mal schauen, vielleicht ist das hier gerade in der Nähe. Das wäre gar nicht so. Doch, Questgegenstände. Hier. Willard, du alter Bastard. Ich weiß, wo du das Geld herkriegst, um deine vielen Schulden abzuzahlen in Velen. Manche Dummschützer sagen zwar, die Sümpfe wären kein Furz von einer alten Sau wert, aber glaub denen nicht, Kumpel. Die können Scheiße nicht von Zucker unterscheiden. Ein Mensch kann da ein Schweinegeld machen und ein Zwerg sogar das Doppelte. Garantiert. Ich verrate dir wie. Als ich vor einer Woche oder so durch Wellen gekommen bin, sind mir ein paar gut gekleidete Tote aufgefallen, die dort im Wald verstreut lagen. Ihr Hab und Gut unberührt.
Flüchtlinge, die vor dem Krieg weglaufen, und wer zuerst bei ihnen ist, kann sich ihr Zeug unter den Nagel reißen. Verstehst du, Kumpel? Schnapp dir eine Truhe, schwing dich über den Pontar und befreie diese Toten von ihren Ringen, Halsketten und all dem anderen Zeug, bevor es ein anderer Schlaufuchs tut. Aber vergiss nicht, deine scharfe Axt steht stets am Gürtel zu tragen, denn Wellen wimmelt von Monstern. Aber sei es drum, es geht um meine gute Sache, deine Taschen zu füllen. Der Plünderer und so. So, und jetzt können wir die Beute finden. Ich speichere aber an der Stelle mal. Was haben wir denn da? Spuren. Kann ich aber irgendwie auch nicht aktivieren. Da hinten sind noch Handabdrücke. Oh. Und eigentlich würde ich gerne hier dieses Nest nochmal runterholen. Bringt immerhin Bienen Honigwaben und die wiederum frischen natürlich Leben auf. Den Kram könnte man ja auch teuer kaufen, aber dafür habe ich kein Geld. Also so Späßchen. So, da waren Handabdrücke. Aber ich kann auch bei den Spuren nichts rauslesen irgendwie. Aber vielleicht soll das auch in die andere Richtung gehen? Oh ne, es geht ja von ihm aus. Oder muss ich jetzt erstmal hier mir die Spuren angucken, die in der Nähe sind? Nee. Naja, das lädt doch eindeutig in die Richtung. Und dann hier rüber. Und dann ist hier nur ein Fass. Das wird's nicht sein. Aber nichtsdestotrotz können wir die auch mal plündern. Müsste doch eigentlich mal möglich sein, hier irgendwie. Ah! Okay, direkt hier unten. Ein Schema für das Schwert von den Skio-Teil. Oh Gott, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Pferdlegerhose, okay. Das sollten wir gleich mal im Inventar, wenn wir schon dabei sind, gucken, ob wir damit was anfangen können. Nein. So, die haben. Okay, die sind so ziemlich bei allem besser. Na, sauber. So. Und eine Axi benutze ich eh fast nie. Es macht irgendwie keinen Sinn, das einzusetzen. Aber das hier, das ist alles für Waffen. Da habe ich keinen Platz frei. So, und der Rest, den ich habe. Hier, da sind noch welche für Igni. Na, Igni ist doch cool. Da habe ich nur eine Rüstungsreparatur. Ich müsste halt auch mal wieder eine Waffe reparieren irgendwie. Na komm, mache ich das in die Stiefel rein. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich was bringt, das aufzuheben. Hammer. Yay, neue Stiefel. Sehr schön. Und jetzt würde ich sagen, geht's einfach mal weiter. So. So habe ich mir das gedacht, wenn ich schon laufe. Ach nee. Nee. Ich wollte ja auch erstmal meditieren. Wollen wir das mal nicht vergessen? Ich hoffe, ich habe noch genug Schnaps dabei. Ja, ich muss mal wieder, wenn ich in Novigrad bin. Ich habe mir da bin mal durchgeritten zum Spaß, nicht mit dem Spielstand, sondern mit einem anderen. Das ist relativ groß, da sollte es viel zu stehlen geben. Das werde ich dann auch machen. Wow. Hier macht es vielleicht auch gar nicht so viel Sinn, mit dem Pferd rumzureiten. Ich weiß ja nicht, wie es hier aussieht. Mit hier sind schon wieder Gegner. Sind das Banditen? Ja. Tatsächlich.
Wow. Ja, so viel zum Thema. Wir probieren mal den starken Angriff ein bisschen aus. Warum ist denn der jetzt umgefallen? Ah, ich hab Bluten, ne? Chuck, 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 komm her! So, und der andere auch noch. So, wir wechseln mal Schwere mit langsam, schnellen Angriffen ab. Ein Waffenreparaturset! Sehr schön. Das spart uns ein wenig Geld. So, ja, perfekt. So, wir wollen das Schwertchen nämlich auch noch ein bisschen behalten. Ich weiß gar nicht, ob die ganz kaputt gehen können. Aber das werden wir jetzt hier nicht rausfinden müssen. Tatam. Sehr schön. So, haben sie noch irgendwo ein Lager oder sowas? Sieht nicht danach aus, ne? Hier nebendran noch irgendwas. Nee, aber hier ist wieder ein gefestigter Weg. Da freut sich das Pferd. Komm her. Jippa. Faster. Na komm. So, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung mehr, wo wir gerade sind. In Usten. Whoa there, Roach. Wir können uns ja Usten auch noch mal einen Moment angucken. Was es hier gibt. Ich muss mal anfangen, ein bisschen mehr zu looten, weil ich habe das Gefühl, die letzten Male, wo ich vermehrt einkaufen war. Oh, perfekt. Hat, das hat immer sehr, sehr viel Geld gekostet. Also Sachen anfertigen kostet wahnsinnig viel Geld. Und die Schnäpse brauchen sich auch auf wie nichts, wenn man regelmäßig meditiert. Und ich denke, bald geht's nicht mehr ohne. Folglich muss jetzt halt auch mal gestohlen werden. Und wir speichern trotzdem mal. Das stört die ja Gott sei Dank in der Regel selten. Was auch total albern ist eigentlich, aber... Na, ich beschwere mich mal nicht. So, da gibt's nämlich wenigstens wieder genug zum... Sehen aber auch alle nicht mehr so fit aus irgendwie. Greetings. Greetings! Alle in deinem Haus pennen. Ist das normal um die Uhrzeit? Was haben wir denn jetzt hier? 5 Uhr nachmittags. Da können doch nicht schon alle pennen. Und Schnaps habt ihr hier in Massen. Ich penne deswegen alle. Puppa. So. Da geht's raus. Das kommt davon, wenn man auf die Minikarte guckt und zeitgleich versucht, aus dem Haus zu gehen. So, muss ich ihn jetzt wieder in die andere Richtung? Ach so, weil jetzt da der Schnellreisepunkt ist, oder wie? Lass mich mal rein. Ja, so. Also dann kann ich mir nämlich die Arbeit in Novigrad sparen, da so viel zu looten. Yay, yeah, ich hab's auf der richtigen Seite weggesteckt. Diesmal wusste ich sogar warum. Also das war nicht nur Zufall, das war tatsächlich so geplant. So. Oh Gott, ich liebe das ja, Zeug zu sammeln. Also, ne? Jede Menge Schrott. Das ist ja egal, ob Schrott ist. Man kann es ja auch verwenden, ne? Für die ganzen Handwerkssachen. So. Und. Jetzt auf der gegenüberliegenden Seite noch. Wutsch! Oh, 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 sorry, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht! Hilfe!
Ich wusste nicht, dass das Stehlen ist unter den Wachen oder was. Ah. Ich glaube, hier sollte ich erstmal abhauen gerade. So. Suchen mich jetzt alle Wachen oder? Da gab es noch einen Händler. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich speichern möchte. Also die haben jetzt offensichtlich vergessen, dass sie wütend sind auf mich. Weil ich wollte eigentlich, wenn es jetzt hier noch einen Händler gibt, nochmal mit dem Händler sprechen. Oh, und das ist sogar... Da ist sogar eine Schmiede, oder? Kaufmann zumindestens. Gut. Zeig mir deine Ware. Show me what you have in stock. Eigentlich hatte ich auf Quint gehofft, aber... Was hat der denn hier Schönes? Diese Schemen, ich will die gar nicht wirklich kaufen. Irgendwie, weil man findet ja eh so viele von dem Kram. Nee, lasse ich jetzt auch. So long. So. Aber hier, das hier können wir mal benutzen. Verbesserte Waffen. So. Und hier in das Haus können wir vielleicht auch noch rein. Oh, das ist mehr ein Verschlag als ein Haus. Gut. Dann weiter nach Novigrad.